Hallo. Soeben habe ich meinen Podcast beendet mit Peter Hackmeier und Rafael Unger. Zwei wirklich, wirklich super Typen, super Coaches und ja, war ein richtig cooler Podcast. Cooles Gespräch haben wir geführt zu dritt. Und es gibt sicher Wiedersehen. Also wir machen weiter mit unserer Podcast-Serie. Und ja, hört es euch an. Es war richtig cool, spannend. Super Themen, super Einsichten und ich hoffe, ja, dass ihr es genießt. Peter, vielen Dank. Raphael, vielen Dank. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast oder unser nächstes Gespräch. Ansonsten, ja, schaut es euch an, genießt es. Let's change the world together. Euer Busy Dad. Hey, so einen traumhaften Abend, meine Coaches, zu diesem Coaches-Call. Es ist ein erstes Kennenlernen, wo mir wichtig ist, dass wir unsere wertvolle Zeit einfach auch wirklich sinnvoll nützen und abgesehen vom Kennenlernen einfach zwei Runden drehen mit, was ist mein größtes Learning als Coach aus den letzten Wochen, Monaten. Und was ist gerade die Frage, das Thema, das mich beschäftigt, das wir teilen und dann vielleicht auch mit unseren Zuhörern, die auch sehr gern einfach sich einbringen können als Coaches, als potenzielle Coaches oder einfach Fans, Follower, Freunde. Ja, ganz kurz vielleicht zu mir. Also ihr kennt es mir beide ein bisschen, aber ich würde ganz kurz ein bisschen ausholen und dann vielleicht gleich mal mit meinem größten Learning starten, das ich euch mitgebe von meinen letzten Tagen und Wochen. Also, mein Name ist Peter Hackmeier, Peter Alexander Hackmeier. Und bin mittlerweile seit 8 Jahren selbstständig, habe jahrelang damit verbracht, mich selber kennenzulernen nach meiner Zeit als Fußballprofi und habe ganz viele Antworten auf Fragen gefunden oder sie haben mich gefunden, einfach wer ich bin und was ich tun soll, vor allem nach diesem großen Kindheitstraum, den ich loslassen habe müssen. Und habe dann begonnen, in der Selbstständigkeit Bücher zu schreiben. Das war eigentlich mein erstes großes Projekt über meine Fußballkarriere und dieses System Profifußball. Habe Vorträge, Workshops gehalten, also all diese Dinge, die unter dem Mantel Potenzialentfaltung und Träume verwirklichen gestanden sind. Und dank Corona, sage ich jetzt ganz bewusst und provokant, ist mir das alles unter den Füßen weggerissen worden, dieser Boden, alle Vorträge 2020 weg, alle Workshops. Also einen habe ich jetzt machen können, Anfang Oktober war das. Und habe begonnen müssen, Schrägstrich dürfen, mich neu zu orientieren. Und ich habe davor schon begonnen mit One-on-One, habe auch, wie wenn es gerochen hätte, schon begonnen, online das zu machen, mit diesem Traum ortsunabhängig arbeiten und leben zu können. Und bin draufgekommen, also ich habe dann so erste 20 Free Sessions angeboten über Social Media im ersten Lockdown und bin draufgekommen, das funktioniert, ich fühle mich wohl, die Leute nehmen was mit draus und es wird irgendwie mit jedem Coaching besser und es funktioniert echt auch online. Also das war vielleicht mein größtes Learning. Und habe jetzt in Wahrheit begonnen vor 1,5 Jahren ungefähr und habe das jetzt seit dem ersten Lockdown intensiviert und bin jetzt ja, als Transformationstrainer für Menschen, die in Transformation sind, ganz viel für Leistungssportler in die Karriere danach, aber auch viel für Unternehmer im Self-Leadership, wo es ganz verschiedene Themen geben kann, persönlich, privat, im Business, wo man etwas transformiert, um in seine volle Potenzialentfaltung zu kommen. Also das ist das, was ich jetzt tue. Das ist das, was ich mehr oder weniger fast 100% der Zeit mache und auf das ich mir weiter draufsetzen will. Selbst wenn Events wieder stattfinden werden, habe ich das Gefühl, da habe ich meine größte Kraft im One-on-One. Und ich möchte im nächsten Jahr auch eine erste Gruppe starten, um auch das auszuprobieren und die Dynamik der Gruppe zu nutzen. Aber ich habe das Gefühl, da angekommen zu sein. Ein großes Learning, das ich gerne anhängen möchte für die Runde, für euch speziell Coaches und alle, die dann zuhören werden, ist, ich habe meinen Glaubenssatz innerhalb kürzester Zeit umwandeln können, Geld ist böse, in Geld ist ein wertvolles Tool, um mir das zu ermöglichen, was ich mir wünsche, und das zu verlangen, was ich mir erstens selbst wert bin, und im Umkehrschluss herauszufinden, je mehr Geld ich nehme für
mein Produkt, für mein Coaching, desto besser, desto größer ist das Commitment meines Coaches und desto besser sind die Ergebnisse und desto besser in weiterer Folge ist die Weiterempfehlung, ist ja überhaupt die ganze Energie, mit der man unterwegs ist. Und da habe ich für mich einen ganz wichtigen Glaubenssatz transformieren können, der eben hieß, Verkaufen ist was für so schleimige Typen, die über den Tisch zahlen. Und Geld ist böse. Und einerseits, ich habe als Fußballer schon sehr viel Geld verdienen können und da immer so das schlechte Gewissen gehabt, mit 18, 19 mehr Geld zu verdienen wie meine Mutter, die 30, 40 Jahre lang leidenschaftliche Pädagogin war und meiner Meinung nach systemrelevanter gearbeitet hat wie ich. Also es war cool, dass ich Fußball spielen habe können. Aber ich glaube, eine Lehrerin braucht diese Welt mehr. Und aus diesem schlechten Gewissen heraus, wo sich dieser Glaubenssatz zumindest gezeigt hat, und da gibt es ganz viele Themen noch, warum ich den so entwickelt habe, das würde jetzt zu weit führen. Aber das einmal zu hinterfragen, wo kommt es her und beobachten, das ist vielleicht der noch spannendere Part bei meinen Coaches, aber generell in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, wie negativ behaftet Verkaufen ist und viel Geld verdienen. Und vor allem dieses Verkaufen sich für mich transformiert hat, weil das, was ich zu bieten habe, ja, unglaublichen Impact hat. Und sicher nicht für jeden, sondern genau da, wo man connectet, wo es Klick macht und wo man dann merkt, es hat Sinn und wo ich in einem Mindset von Service reingehen kann. Also nicht nur in ihm viel Kohle von dir, sondern ich bin im ersten Schritt einmal davon überzeugt, dass ich die wirklich weiterbringen kann oder dass wir gemeinsam einen Raum schaffen, wo ich dich weiterbringen kann. Und das hat, klingt deppert, aber es hat in den letzten 2 Wochen alles verändert. Meinen ganzen Blickwinkel, ich habe mich viel mehr öffnen können. Und der Raffi hat mir das gesagt, weil er das gleiche Online-Training gemacht hat jetzt im Sommer. Und ich habe es nicht geglaubt, Raffi, wie schnell das geht. Und du hast selber gesagt, nach 1-2 Wochen hast du einen Impact gemerkt. Und wie arg das ist, dass ich es selbst in Zahlen schon merke, im Außen, aber noch viel mehr, wie cool das ist, wenn man mit Leichtigkeit, Freude in einem Flow auch in diesen Creating-Prozess reingehen kann, in die Akquise und selbst Leute, wo man jetzt nicht ständig in Verbindung war, sondern wo man diese Verbindung wiederhergestellt hat, auch mit der Intention, ganz ehrlich zu sein, das könnte ein Coachee werden, aber ich lasse mich mal auf diese Begegnung ein und schaue, in welche Richtung es kommt. Das ist aber unheimlich schön und befreiend und echt eine geile Basis als Coach, dann auch wirklich viel Geld verdienen zu können und ja, den Wert zurückzubekommen, den man halt selber inside out entwickelt und gespürt hat. Jo, so viel zum Start, war eh schon sehr viel. Könnt ihr was mitnehmen daraus? Seht ihr euch wieder? Seht ihr irgendwas ganz anders? Ja. Und wer mag anschließen mit seiner Story und seinem Learning? Ja, da mache ich gerade weiter, bevor der Raphael zuschlägt. Also ganz kurz zu deinem Learning. Ich finde es eine super Geschichte, weil eben Geld, viele haben so ein Verständnis von Geld, wie du gesagt hast, viel Geld verdienen ist nicht gut und so für den Charakter und so weiter und so weiter. Ich denke, Geld verstärkt einfach nur unsere Charaktereigenschaften. Und du kannst mit Geld einen viel, viel größeren Impact haben, auch auf deine Coaches, auf deine Kunden, weil du dann mehr bewegen kannst. Was nützt ein Coach, wo keine Reichweite hat? Was nützt ein Coach, wo bittere Armut lebt oder was? Du hast dann keinen Einfluss auf die anderen. Das heißt, easy Geld eigentlich so, dass es unsere Eigenschaften einfach nur noch mehr verstärkt. Ja? Und mein Belief System so um Geld ist, Geld ist eigentlich nur ein Beiprodukt dessen, was für einen Wert wir von uns geben. Das heißt, je mehr wir uns konzentrieren auf das, was für einen Wert wir geben, und wenn wir uns wirklich fokussiert auf das, den Fokus auf das setzen, dass wir Wert geben, dann Geld ist eigentlich nur das Beiprodukt. Und aber cool auf jeden Fall, ich möchte natürlich Näheres erfahren, wenn ihr beide sagt, okay, das ist wirklich super Sache, speziell für Coaches, weil natürlich, ich habe natürlich das Gleiche, Kundenakquise und sind wichtige Sachen, vor allem heutzutage, wie lange hat man Zeit zum Kunden gewinnen online? Der ist nach ein paar Sekunden weg. Das heißt, dann musst du ziemlich schnell überzeugen, speziell jetzt online, 1:1, wenn du jemanden triffst, okay, hast du Zeit, paar Minuten, aber ja,
wenn es um so YouTube und Insta und was weiß ich was geht oder so verschiedene Sachen, da hat man nicht viel Zeit. Und das ist natürlich schon eine super Sache, wenn man da, wie du gesagt hast, und Raphael in dem Fall auch durchklingen hat lassen, wie wichtig die Struktur ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht beide dann auch was ausführen könntet von denen. Voll gern. Wer bist du, Thomas? Ich bin Thomas, Thomas Pekala. Meine Webseite ist www.busydadcoaching.com und die Webseite sagt eigentlich schon, womit ich mich beschäftige, wenn man kurz reinfüllt, Busy Dad. Das heißt, ich sehe eigentlich meine Aufgabe darin, eben Vätern speziell zu helfen, eine bessere Version von sich selber zu werden. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Welt am besten verändern können, wenn wir die nächste Generation verändern. Und das können wir nur, klar, wir verändern sie sowieso, aber wenn wir das Beste von uns zeigen und unseren Kindern eben speziell, dann werden es einfach bessere Menschen. Bin ich fest überzeugt. Und wenn man weiß, dass Kinder von 0 bis 7 alles aufsagen, eben wie die trockenen Schwämme, dann muss man wirklich das Beste von sich zeigen. Und ich bin mittendrin, ich bin selber Vater, meine Tochter wird 5 nächstes Jahr und bald kommt ein zweites kleines Wesen in unsere kleine Familie. Und dann wird es spannend. Und ich habe selber auch Fußball gespielt, professionell wie der Peter. Bin dann reingerutscht nach meinem geplatzten Traum, ob das hätte so sein sollen oder nicht. In einem Casino, habe als Croupier länger gearbeitet, fast 12 Jahre, und habe mich dort sehr viel vertiefen können, eben ins Coaching, in die menschliche Psychologie, weil dort sieht man natürlich auch die extremen Sachen, wie Menschen mit Gewinn und Verlust umgehen, innerhalb vom Sekundentakt zum Teil oder Minutentakt. Extremsituationen natürlich dabei, und das hat mich fasziniert. Und wo meine Frau dann schwanger geworden ist, habe ich mich so vertieft in Kinderpsychologie und alles, was dazugehört, mit Stillen, mit Schwangerschaft. Und ich brenne dafür. Ich will wirklich Vätern helfen. Und ich weiß, es klingt zwar irgendwie oft blöd, aber mir geht es gar nicht ums Geld. Mir geht es wirklich darum, dass wenn man einer Person helfen kann, dann hat man echt schon viel getan. Dann hat man echt schon viel getan. Wenn man eine Sache sagt, wo jemand vielleicht du den Tag erhältst oder sagst, ey, das war echt cool, ich finde, da hat man viel getan. Und für das ist es wert, aufzustehen. Für das ist es wert, täglich was zu tun. That's the way it is. Und mein Learning, meine Herren, vielleicht wenn es um Coaching geht, was ich gelernt habe von meinen Mentoren auch und immer wieder erfahre, ist eigentlich die Nummer eins Regel für mich im Coaching, dass man kann niemand helfen, der keine Hilfe quasi annimmt. Weil wenn man zum Teil Kunden hat, wo sagen, sie möchten was tun, aber dann nichts tun, dann muss man es einfach loslassen können. Und finde ich auch einen schmalen Grat natürlich zum sehen, okay, möchte ich denn jetzt den Kunden gehen lassen, loslassen, weil es macht eigentlich keinen Sinn, der will eigentlich gar nicht vorwärts. Und das ist eigentlich Nummer eins, das Coaching. Wenn einer nicht bereit ist, was zu tun, dann ist eigentlich Zeitverschwendung für den Coach und für den Coaching oder wie man da sagen möchte. Woran erkennst du das in der Praxis? Hast du da ein Beispiel, wo du vielleicht unsicher warst? Ist das ein guter Coachee für mich oder nicht? Und wo du finde, das erkennt man an den banalen Sachen wie Termine einhalten. Commitment. Das Commitment ist ja so wichtig. Wir wissen es, dass über längere Sicht gewinnt Ausdauer immer gegen einen Sprint. Und Veränderung im Leben passiert halt nicht nach 3 Wochen Coaching. Kann schon was passieren, aber bei 3 Monaten bist du schon näher und da musst du einfach dranbleiben. Und bei meinen Coachings, mir geht es um praktische Sachen, um Übungen, Sachen, die man umsetzen muss. Und wenn dann quasi gesagt wird, bis in 2 Wochen muss das und das erledigt sein und das auf Länge, also mehrmals vorkommt, dass das nicht passiert, dann weißt du, okay, es ist nicht ernst gemeint oder. Und dann muss ich sagen, okay, dann ist die Zeit verschwendet, weil Geld und Zeit auch. Ich bekomme zwar das Geld nachher, aber der Kunde hat nicht das Resultat, weil er nicht das richtige Commitment hat. Und da muss man einfach loslassen lernen. Ja. Und vielleicht kurz zu mir, 1:1 ist nicht so meine Spezialität. Mache ich zwar sehr gerne, aber ich finde diese Gruppendynamik hervorragend mit einem Buddy-System. Finde das super und das ist das, was ich wirklich dafür brenne und unseren Papas und
ja, weiterhelfen kann und möchte. Voll cool. Darf ich noch eine Frage ergänzen? Was ist dein größtes Learning, gerade im Hinblick auch auf Coaching, weil du es selber erwähnt hast, von deiner Zeit im Casino? Auch. Natürlich vom Sport, weil wie wir schon mal besprochen haben, ich bin immer noch im Sport, ich bin Trainer noch, weil es mir unheimlich Spaß macht. Der Ball rollt auf dem grünen Rasen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Aber es ist nicht mehr so mein Fokus. Aber im Casino war das Schöne halt wirklich zu sehen, wie Menschen sich verhalten, wenn sie gewinnen und wie sie sich nachher verhalten, wenn sie verlieren. Und dort lernt man natürlich auch viele Menschen kennen, bekannte Menschen kennen, weil da kommen natürlich Menschen, darf ich natürlich nicht sagen, die bekannt sind, aber viel, viel Kohle haben, sage ich mal. Und man lernt es ein bisschen hinter den Kulissen, man lernt Menschen kennen, die wirklich Millionen haben zum Teil. Und das hat einfach nur das bestärkt, das Geld verstärkt eigentlich nur den Charakter noch mehr. Das habe ich dort auch gelernt. Mhm. Also ja, extrem sogar. Das heißt, ja. Aber das Schöne an dieser Casino-Arbeit war auch die Freizeit, wo durch diesen Job gekommen ist, hat man sich sehr viel mit sich selber beschäftigen können. Das war der Nebeneffekt, der kleine. Und da immer durch den Sport, wie ihr beide wisst, da beschäftigt man sich viel mit sich selber, weil es hängt an einem selber, was man tut. Das hat eigentlich nahtlos drüber. Also ist es weitergegangen im Casino. Das ist super, danke. Den Satz nehme ich noch kurz auf, Raffi, bevor wir gleich zu dir kommen. Ja, Geld verstärkt den Charakter, weil es gut passt, das Brücke zu meinem Thema. Und ich glaube, also ich spreche natürlich jetzt von mir, wie man immer in erster Linie nur von sich selber sprechen kann, man muss oder soll zumindest vorbereitet sein. Es ist zumindest viel gesünder. Und ich habe immer mehr verstanden, warum ich finanziell zwar immer gut auskommen bin und auch schon viel Geld verdient habe, aber noch nie so in diese komplette Fülle gekommen bin. A, weil mein Ego viel zu stark war und ich das Geld in erster Linie für mich und mein geiles Auto und für wöchentliche Shopping-Trips und 5-Sterne-Resorts verwendet hat. Und ich würde es jetzt gar nicht bewerten, aber für mich war es quasi eine Definition meines Image und meines Status. Wenn wer jetzt ein kompletter Autofreak ist, dann soll er das einfach machen. Wenn das seine Leidenschaft ist, bei mir war es nur ein Prestigeobjekt. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass diese Fülle kommen darf und sie auch kommt als Investitionskapital für größere Dinge. Und dass es in diesem Vorbereitetsein einfach erstens viel mehr Spaß macht und B, man viel weniger in die Herausforderung kommt, sich über dieses Geld definieren zu wollen oder zu müssen oder zumindest auf blöde Gedanken kommt. Also das würde ich nur mitgeben für alle Zuseher oder Zuhörer. Wenn der Wunsch da ist, aber das Geld noch nicht kommt, dann hat es vielleicht viel mehr mit dir zu tun als mit dem Außen. Vielleicht A, die falsche Idee, das falsche Produkt möglicherweise, aber B, im Sinne von als im Kern die Essenz, die nicht vorbereitet ist, was wäre, was würdest du überhaupt machen mit Freunden vom Raffi und von mir, geben uns dann gern so einen 1-Million-Dollar-Schein in die Hand, was würdest du dann überhaupt machen? Und da kommt halt ganz oft genau diese Dinge in der materialistischen Welt und die wenigsten sehen diese Bereitschaft der Investition. Und eins, was ich gelernt habe, ist definitiv, dass das Leben, das Universum, wie immer man das nennen will, gute Missionen, die nicht nur für sich selber, sondern für uns alle einzahlen, eher fördert, wie wenn ich das Geld auf meinem Konto hamster, um halt noch mehr Autos und noch geilere Autos zu kaufen. Und insofern, glaube ich, darf und muss man sich auch vorbereiten, da empfänglich zu sein. Bevor der Raffel weitermacht, super, ein Satz habe ich für euch. Wenn ihr euch Tattoo machen wollt, die äußere Welt folgt der inneren Welt. So schaut's aus. So, Raffi, your stage. Stage is yours. Ja, ich bin Raphael. Ich war ehemaliger Eishockeyspieler. War in Österreich, USA und Schweden unterwegs. Und bei mir war eigentlich immer schon so, also so hat sich das Ganze auch ins Coaching entwickelt. Ich habe immer schon extrem gerne mit anderen Menschen gearbeitet. Also es hat mir immer schon Spaß gemacht. Und ich habe auch schon mit 15 habe ich schon begonnen, bei den ersten Trainingslager auch mitzuarbeiten, von kleinen Kindern halt, und habe da gemerkt eigentlich, dass mir das schon immer extrem Spaß gemacht hat. Das war immer so die eine Seite. Und die andere Seite war eigentlich immer, dass mich der Mensch als Mensch immer schon extrem fasziniert hat. Also wie tickt der Mensch, was treibt den Menschen an, was bewegt den, warum handeln wir, wie wir handeln. Habe mit 13 habe ich das erste Mal Schopenhauer gelesen, einfach weil es mich interessiert hat. Wow. Komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Crazy. Also es ist
null von meinen Eltern. Wie kommt man mit 13 auf Schopenhauer? Wie kommt so ein Bull in deine Hände? Ich glaube, Österreicher, nein, ein Bayer ist, oder? Ein Österreicher. Ja, es war eigentlich so, ich weiß nicht, ich habe mir immer schon so Fragen des Lebens gestellt. So, wo kommt der Mensch her? Warum tun wir so, wie wir tun? Was treibt uns an? Und dann habe ich eigentlich, ja, bin ich dann relativ bald mal so in die Philosophie dann reingerutscht und habe mir dann einfach halt mal angeschaut, was so Philosophen dazu sagen, weil beim eigenen Denken ist halt schneller mal aus, vor allem mit 12, 13. Da ist der Horizont noch nicht so weit. Und da war gerade irgendwie so, ja, so die, also was mich da irgendwie gerade so fasziniert hat in der Phase, war so die Form, wie Menschen miteinander kommunizieren und argumentieren und was eigentlich jemanden ja, überzeugend macht. So, und weil oft ist zum Beispiel, dass man irgendjemanden hat, der totalen Farce redet, aber sich halt richtig gut verkauft und das gut präsentiert. Und das hat mich irgendwie ja zu der Zeit dann einfach fasziniert und so bin ich dann auf das Ganze gekommen. Spannend. Genau. Ja. Ja, und für mich war eigentlich immer klar, also das war eigentlich immer schon so, dass ich wusste, nach meiner Eishockey-Karriere möchte ich irgendwas in Richtung Psychologie machen. War lange Zeit auch Richtung Kinderpsychologie. Das hat mich eigentlich sehr, sehr lange sehr fasziniert. Auch so die Entwicklung von Kindern, was da passiert und also was ich eigentlich, was da so ein bisschen der Antrieb auch war, weil ich in, vor allem in der Unterstufe, also in der Mittelschule, habe ich eigentlich sehr viel beobachtet, wie zum Beispiel Klassenkollegen von mir unter Trennungen von den Eltern zum Beispiel leiden und dass aber Kinder oft in dem Ganzen total vernachlässigt werden, weil halt die Eltern irgendwie nur mit sich selbst dann beschäftigt sind. Und das hat mich mit 12, 13, 14, habe ich das eigentlich schon relativ stark beobachtet und hat mich gefrustet auch irgendwo, weil das ja dann im Endeffekt die Kinder, wie sie sich dann entwickeln, ja die ganze Gesellschaft prägen. Und wenn die halt natürlich negativ geprägt werden und mit Trauma groß werden, dann wirkt sich das ja dann auch auf das Gesamtökosystem aus. Und das war eigentlich so, was mich dann früher fasziniert hat. Und genau, um wieder ein bisschen zurückzukommen, also ich habe dann mit relativ früh schon mit dem Eishockey aufgehört. Ich war dann 21 Jahre und war eigentlich gerade erst so wirklich am Beginn, wenn man so will, meiner Karriere. Aber es war eigentlich, und es war recht spannend, weil ich habe ja davor mein ganzes Leben dem Sport untergeordnet. Und es war aber dann in mir, dass ich so gemerkt habe, das ist es für mich nicht mehr. Also es war eine super Zeit. Aber ich habe irgendwie so für mich gespürt, ich habe nicht, sehr ähnlich ein bisschen wie du es beschrieben hast, Peter, ich habe einfach nicht mehr diesen, oder ich habe einfach nicht einen Impact, einen positiven auf die Menschheit und auf die Gesellschaft. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so der Gladiator in der Arena im alten Rom. Und die Leute kommen halt und du bist halt zur Belustigung da, aber das war es halt dann irgendwie auch wieder. Und du wirst im Endeffekt halt nur daran gemessen, ob du deine Leistung bringst. Und wenn du sie nicht bringst, dann interessiert es halt keinen. Und wenn schon, dann bist du halt auch nur ein Name, bis halt dann der Nächste kommt. Und das war dann für mich, wo ich so ja einfach überlegt habe, okay, was möchte ich eigentlich in meinem Leben wirklich erreichen? Und was möchte ich eigentlich, was ist eigentlich so, was treibt mich an? Und wo möchte ich am Ende meines Lebens zurückblicken? Und da war dann eigentlich für mich so da, okay, ich möchte eigentlich viele Menschenleben positiv beeinflussen und nicht halt einfach nur zur Belustigung da sein. Und habe mich dann dazu entschlossen, eben aufzuhören mit den Eishockeyspielen, bin dann erst einmal in die Trainerschiene gegangen, also auch Eishockeytrainer. Habe da hauptsächlich in Österreich gearbeitet und bin dann eigentlich relativ schnell auch so ins Mentaltraining reingegangen. Weil es war halt, also ich war, kurzer Hintergrund noch, ich war Torhüter und gerade als Torhüter ist halt das Mentale sehr wichtig und entscheidend und habe dann ja eigentlich mich dann mehr mit dem auch beschäftigt, weil ich da schon wusste, okay, das ist so quasi dieser, ich sag mal so dieser Unterschied zwischen guten Spielern und richtig guten Spielern, weil technisch können sie alle relativ gleich viel, also es war recht spannend, weil ich habe auch mit auch mal mit NHL-Torhütern war ich gemeinsam am Eis und die waren jetzt
technisch nicht so viel besser als jetzt andere Torhüter oder als ich selbst teilweise auch in gewissen Aspekten. Und es war aber dann so, wo ich dann gemerkt habe, okay, der wirkliche Unterschied passiert halt da oben und nicht in den Beinen. Und habe dann auch eben im Mentalbereich viel gemacht, hauptsächlich im Eishockey, war auch mit dem Nationalteam, habe da ein bisschen gearbeitet. Und es war dann aber für mich so, was mich eigentlich dann nie so ganz befriedigt hat, weil das Mentale ist halt auch irgendwo nur immer ein Aspekt und eine Seite der ganzen Dinge. Das Beispiel, das ich immer gerne bringe, ist, wenn jetzt jemand 50 Kilo Übergewicht hat, dann wird ihm das Mentaltraining halt nur relativ bedingt weiterhelfen. Und habe dann relativ viel selbst ausprobiert, weil es war für mich so, okay, es muss irgendwas geben, was den Menschen als ganzheitliches Wesen betrachtet und nicht nur halt irgendwie als einerseits, wie es halt oft ist, im, also ich sage jetzt einmal eben vor allem im Spitzensport, du bist halt irgendwie eine Maschine und du musst halt funktionieren quasi so und dann bist du halt quasi dein Körper und der hat halt einfach zu funktionieren. So. Und die andere Seite, was halt, was jetzt heutzutage relativ viel ist, eben mit Digitalisierung und so weiter, dass wir halt nur mehr in unserem Kopf sind und nur mehr kognitiv arbeiten. Und dazu sage ich ganz gern so Köpfe auf Stöcken, wo unser Körper nur mehr dazu da ist, unser Gehirn von A nach B zu transportieren, weil das sind wir halt auch nicht. Und ja, habe dann viel eben selber ausprobiert über Biohacking, diverse Substanzen, you name it. Und ja, war schon viel dabei. Kann man schon sagen. Muss ich jetzt auch nicht ins Detail drauf eingehen. Dann gehen wir eigene Folge dazu machen. Genau. Und dann bin ich bei dem Buch Stealing Fire gelandet von Stephen Kotler und Jamie Wheel. Und das war dann für mich so ein bisschen wieder, also ich sage gerne dazu, es war für mich so der heilige Gral. Der neue Schopenhauer. Ja, genau. Ja, weil ich hatte schon so diese ganzen Ideen in meinem Kopf, also auch von diesem ganzheitlichen Menschen und wie das ungefähr vielleicht sein könnte. Aber es war noch nicht wirklich in einer logischen Struktur. Und das Buch war dann echt so, also es war für mich ganz krass, wie ich das gelesen habe, weil es war wie, als hätte jemand meine Gedanken genommen, schön geordnet und strukturiert und dann halt irgendwie ein Buch zusammengefasst. Und da war dann für mich so eigentlich klar, okay, Flow ist so die Antwort auf meine Fragen und der Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Und ja, und dann habe ich eben begonnen, in dem Bereich mich mehr reinzulesen, habe verschiedene Bücher gelesen, das, was man, was vielleicht einer oder andere kennt, das Flow von Michael Csikszentmihalyi. Das ist so der Ursprung von diesen ganzen Flow-Wissenschaften. Und genau, und der Stephen und der Jamie, die haben das dann eigentlich alles, sage ich mal, so zusammengefasst und dann auch praktisch umgesetzt. Und das war für mich auch eigentlich so was, wo ich dann gemerkt habe, so das Mentaltraining, es funktioniert schon so punktuell und ist nicht schlecht, aber es ist halt, es setzt halt eher auf der symptomatischen Ebene an. Und es ist halt so, wenn es gut läuft, dann ist es eh einfach, die Sachen zu machen. Nur wenn halt dann, wenn man dann unter Stress ist und vielleicht Druck hat und weiß nicht was alles, dann setzt halt einfach unser Gehirn aus und dann funktioniert das halt alles einfach nicht mehr, was ich auch bei mir selbst beobachten konnte. Und da war echt so dieses ganze Flow-Zeugs, was halt wirklich auf allen Ebenen ansetzt und war dann vor 2 Jahren in Kalifornien bei den beiden, habe dort eine Ausbildung gemacht für 6 Monate, bin auch ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, weil es war das erste Mal, dass sie das angeboten haben und hier kennt und kannte das eigentlich noch niemand. Also es war relativ neu und das war auch nicht ganz so günstig, also war auch ein 5-stelliger Betrag, den ich da investiert habe. Und das war aber... Je nach Währung. Bitte? Je nach Währung. Ja. Und es war aber dann, also ich war gemeinsam mit einem Freund dort und das war auch so die, ja, jetzt eigentlich die Grundlage für das Coaching, das ich jetzt mache, weil die haben uns dort wirklich, also ich muss sagen, das war echt wirklich gut und die haben uns dort alles mitgegeben, was sie an Wissen hatten und Know-how und auch aber praktischen Übungen sehr, sehr viel. Und das war halt nämlich für mich ganz wichtig, weil
Veränderung passiert einfach nur durchs Tun und nicht durchs darüber reden und nachdenken. Das ist halt dieses klassische, also was mich zum Beispiel immer total genervt hat an diesem klassischen Persönlichkeitsentwicklung. Du liest halt ein Buch, du weißt, wie es theoretisch gehen würde und dann kommt halt Montag. So. Oh, ja. Traum. Ja, und da war ich dann gemeinsam mit einem Freund, mit dem Joe, und dann haben wir noch einen dritten kennengelernt, den Achim, und haben gesagt, das müssen wir unbedingt nach Europa bringen, weil das kann da auch jeder ganz gut brauchen. Und da haben wir dann eben ThriveX gegründet, mit der Mission, das hat sich auch ein bisschen verändert, aber jetzt ist es eigentlich so die Mission, Peak Performern, die, ich sag mal so, die Wissenschaft hinter Flow nahezubringen und denen zu helfen, einfach schneller, besser, einfacher ihre Ziele zu erreichen. Und ich arbeite jetzt hauptsächlich eigentlich mit Spitzensportlern und auch Unternehmern. Und bei mir ist halt der Spitzensportler, weil ich halt selber aus dem Sport komme, da noch ein paar gute Kontakte habe und weil die ganzen Sachen halt gerade für Sportler einfach, ja, jeder die braucht. Und es ist halt das Coole an der Sache ist, also an diesen ganzen Flow-Techniken, dass es sehr viel, also es ist auf, wir teilen so in drei Ebenen, es ist so Körper, Herz und Geist, und wir arbeiten eben sehr viel auf der körperlichen Ebene auch, und ja, und gerade eben der Sportler ist natürlich von diesem Flow-Zustand relativ angewiesen, und was für mich recht angenehm ist, so in dem, also in den Gesprächen, sage ich mal, der Sportler kann mit dem Begriff Flow schon ganz gut was anfangen und dem muss man das nicht erst noch erklären, und da kann ich halt einfach dann auch mehr und intensiver arbeiten, weil das ist auch, was ich gemerkt habe, so der Sportler richtet ja sein ganzes Leben auf das aus, und wenn ich dem sage, ja, jetzt trainiere mal 1 oder 2 Stunden am Tag und mach das oder jenes, dann fragen mich die meisten, ja, okay, was kann ich noch machen? So. Und beim Unternehmer ist es halt sehr komprimiert, da ist halt, wenn es gut geht, dass man 3 bis maximal, wenn es viel ist, 5 Stunden in der Woche hat, dass man da arbeitet. Und ja, genau, das ist so ein bisschen zu mir, zu meinem Hintergrund. Haben jetzt auch eben sehr umgestellt. Also wir haben zuerst begonnen, das in Firmen zu machen, weil der Achim hat da ein sehr großes Netzwerk. Der war 25 Jahre lang Partner einer großen Unternehmensberatung. Und aus dem heraus hat sich dann eigentlich dieses ganze Einzelcoaching jetzt entwickelt, das wir jetzt machen, weil da recht viele auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir auch was im Einzelsetting anbieten, dass wir da einfach mehr in die Tiefe gehen. Die Firmenthemen sind natürlich einfach auch andere als persönliche und da einfach mehr auf der persönlichen Ebene zu arbeiten. Und unser, das war jetzt auch so ein bisschen so der Connex mit Peter, mit dem Baulig, was wir da beide machen. Der Baulig hat uns eigentlich jetzt so, sag ich mal, den Stock aus dem Arsch gezogen, weil wir haben halt ja das erste Jahr fast gar nichts verdient und das, obwohl wir schon mit recht guten Kunden auch gearbeitet haben, und es war eigentlich dann relativ mühsam auch, weil wir haben dann begonnen, wir haben dann gesagt, okay, wie können wir das in einem Einzelsetting machen, dann haben wir zuerst begonnen, so Tagesseminare anzubieten um ein paar 100 Euro, und da haben wir dann gemerkt, das ist, also das, wenn wir das so machen, dann hören wir nach 5 Monaten auf, weil du machst halt dann nichts anderes als den ganzen Tag irgendwie Events organisieren und schauen, dass du die voll bekommst. Und im Endeffekt, der Impact ist auch ja relativ gering. Und es war auch, ja, du kannst da nie, die Veränderung passiert erst, so wie du so vorher gesagt hast, ja, nach einer Zeit, es braucht einfach, und nicht halt von einem Tag. Ja, in einem Tag kann man sich diese Inspiration holen, das ist auch ganz gut dafür. Aber so wirklich nachhaltige Veränderung passiert halt einfach, braucht einfach seine Zeit. Und da sind wir jetzt eben auch mit diesem Einzelcoaching. Und da merken wir jetzt auch, dass das funktioniert. Und auch einfach einmal so, also das war vielleicht so auch, um da diese Frage zu beantworten, das größte Learning, sich selbst es einfach auch zu erlauben. Und dass, wenn dir mal jemand anders die Erlaubnis gibt, man sich selbst dann auch leichter geben kann. Mhm. Weil das ist halt so, dass man es im Kopf irgendwie sich dann selbst so limitiert und sagt, naja, das geht nicht. Und wenn ich jetzt da ein paar 1.000 Euro von einem Kunden verlangen, wie soll das gehen? Und wenn dir halt dann jemand anders mal die Erlaubnis dazu gibt, das zu machen, dann fällt es einem selbst auch oft leichter. Und das beobachten wir auch ganz stark bei unseren Kunden. Die kommen halt rein und haben so viel Potenzial,
aber erlauben sich es halt selbst nicht, das auch wirklich zu leben. So wie du es auch beschrieben hast, Peter, dass mit dem Geld verdienen, dass du halt sagst, ja, du willst ja eigentlich nicht, weil dann fühlst du dich schlecht aus dem und dem Grund und erlaubst es dir in der Hinsicht gar nicht. Und wenn man es sich dann mal erlaubt, dann ist eh auch so, wie du es beschrieben hast, ja, dann kommt das Universum und schenkt einem eh alles, was man so braucht. Und das war eigentlich so für mich und für uns auch das größte Learning jetzt in der letzten Zeit, sich es einfach erlauben und auch so sein kann, wie man sich das vorstellt. Voll gut. Da, du hängst gerade, Raffi. Ja. Aber ich höre dich auf jeden Fall. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, weil es so gut passt. Also für alle, die, ich glaube, Raffi und ich können das jetzt beide bestätigen mit vollster Überzeugung, obwohl ich erst seit 2 Wochen drin bin, in diesem Baulig, von denen wir reden. Ihr findet das unter Andreas Baulig, Coaches, Consulting, Beratung, also ist eh der erste Google-Treffer. Alle, die gerade in diesem Bereich als Dienstleister, Coach, Berater, sie für Positionierung, generell Mindset, Thema Geld und Verkaufen, Marketing weiterbilden wollen, die Typen sind jung, sind Ende 20, Anfang 30, aber die haben echt geballtes Know-how und sowas von einer direkten, oft auch provokanten Art und Weise, aber genau das ist die, die dem Raffi schon weitergeholfen hat und mir auch und ganz vielen hunderten, tausenden Kunden, also alle, die da eintauchen wollen. Ja, danke auch dafür, für deine Erzählungen und für dein Learning. Thomas, gibt es von deiner Seite was dazu? Ja, eine mir Frage ist zum wieder Tattoo Nummer 2 eingefallen. Ein Tattoo, was man sich eigentlich raufschmieren kann oder irgendwo. Das Langzeitkontinuität gewinnt immer gegen Kurzzeitintensität. Es bestätigt es halt nonstop und immer wieder und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Was ist für dich die Grundvoraussetzung, um Langzeitkontinuität an den Tag legen zu können? Weil ich glaube, das würden jetzt viel unterschreiben, aber manche sagen trotzdem, nach ein paar Tage oder Wochen geht mir die Luft aus. Was ist für dich so diese eine Grundvoraussetzung, um lang dranbleiben zu können? Das Wieso. Dein Wieso. Wenn dein Wieso klar ist, wenn dein Wieso wirklich aus deinem Herzen kommt, aus deinem Gefühl, was du wirklich willst, wieso willst du das, was du tun willst, dann hast du die Chance, aber auch fast nur dann, wirklich auch diese Langzeitkontinuität hinzubekommen, weil jeder ist motiviert, wie der Raphael vorher gesagt hat, super inspiriert und dann kommt Montag. das kennt jeder von uns, aber dort hast du halt kein Wieso, du gehst auf ein Seminar, du gehst auf einen Workshop, du schaust dir ein YouTube-Video an oder liest ein Buch. Und dann verpufft es mit dem Alltag, mit dem Montag. Das war ein fantastischer Spruch, den muss ich mal merken. Und wenn dein Wieso wirklich ein Brennen entfacht, wieso willst du, wieso brauchst du ein Coaching, wieso? Dann wirst du es machen. Oder wieso willst du jetzt eine Firma aufbauen in dem und dem Bereich? Wenn es nur um dein Ego geht jetzt zum Beispiel, wenn dein Wieso sich nur um dein Ego dreht, um ein besseres Auto, dann wird es auch nicht klappen. Wir müssen vor diesen egozentrischen Zielen ein Wieso für ein ethnozentrisches Ziel finden. Was möchtest du beitragen? Was für einen Wert möchtest du für jemanden, für die Menschen erschaffen? Und jeder hat sein Ding. Jeder kann irgendwas, was die anderen nicht so gut können oder wo er brennt dafür. Also das hat jeder, wie wir wissen. Er muss nur fühlen und diesen Brotkrümelchen, die das Leben hinwirft, Namensgefühl folgen, weil das Leben wirft er eh hin. Fühlt sich das gut an, was ich jetzt heute mache? Fühlt sich das schlecht an? Habe ich jetzt Bock, da mit euch zum Telefonieren? Habe ich keine Lust? Und dann weiß ich, okay, das Leben, ja, mein Wieso ist zu klein. Und wenn das meine ich mit, dann hast du die Chance. Dann hast du die Chance und dann kann ein Coach eigentlich Begleiter sein, wie du das wunderbar auf deiner Homepage hast, Peter. Dann kannst du Begleiter sein und das eigentlich auch nur genießen, wie sich der Kunde entwickelt selber, weil dann haben wir wirklich eine Chance, diesen Personen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen wollen, annehmen möchten. Dann ist wunderbar. Ich würde nur gerne einen Satz anschließen, bevor wir in die zweite Runde gehen, weil es zu beiden passt. Du, Raffi, du gesagt hast, wenn du es dir selber erlaubst,
Und du jetzt, Thomas, wie du das wunderschön beschrieben hast, dieses Why und wie das mit deinem tiefsten innerlichen Wunsch verbunden sein soll. Und eins der Learnings wieder von Baulig ist es, eines ihrer Mottos oder vielleicht das Motto ist, wieso nicht? Also wenn man für Coaching voll in die Fülle gehen kann, wirklich viel Geld verlangen kann, warum soll ich das nicht machen? Und wenn du aus deiner Bescheidenheit oder weil das einfach dein Lebensstil ist mit 1500 Euro rauskommst im Monat, dann ist das voll okay. Aber das heißt nicht, dass dort deine Decke ist, sondern zu diesem Why, das glaube ich immer die Essenz sein soll deines Tuns, dich zu fragen, vom anderen Blickwinkel her, warum soll ich gewisse Dinge nicht tun, mir nicht erlauben, warum soll ich nicht wirklich viel Geld für das verlangen, weil das Geld ist ja da, das ist ja nichts, was erfunden werden muss. Also es beweisen ja weltweit und selbst in Österreich sehr, sehr viele Menschen, dass sie auch finanziell in ihre Fülle kommen können. Also auch diese Frage zu stellen, why not? zweite Runde nach unseren Learnings, nachdem jeder, der in seiner Vision, in seiner Leidenschaft unterwegs ist und verstanden hat, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist und eine Reise, die nie aufhört, wir drei uns auch dessen bewusst sind, dass wir selbst die ersten Schritte schon gemacht haben, gut unterwegs sind, spüren, dass es das Richtige ist, dass wir unser Why gefunden haben, auch unser Why not. Und was wäre so eine Frage, ein Thema, eine Blockade, die ihr spürt? Was ist da noch, was euch irgendwie im Weg steht? Wie klein oder groß das auch immer sein soll. Wenn es für euch passt, würde ich dann gleich wieder starten, um die Runde zu eröffnen. Ich schaue ganz kurz drauf, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich würde gern eine Frage mit euch teilen, gerade weil es mich in diesem Online-Programm auch so beschäftigt und ich da gerne noch auch Blickwinkel von außen drauf kriegen würde. Wie handhabt ihr das im Marketing, in der Positionierung, in der Kommunikation nach außen? Ist bei mir ganz stark dieser innerliche Prozess, der heute schon öfter gefallen ist. Wie du das so schön gesagt hast, Thomas, die äußerliche Wirklichkeit folgt der inneren. Und zum Beispiel mein Claim, eben mehrere, aber einer, der sehr präsent auf meiner Website ist, ich begleite außergewöhnliche Persönlichkeiten im inneren Wachstum. Jetzt habe ich gelernt in diesem Programm, die ersten Ansätze, es braucht in der Positionierung, im Marketing immer ein Ergebnis am Ende des Tages. Jetzt ist innerer Wachstum für vielleicht alle oder für ganz viele Menschen zumindest nicht greifbar. Jetzt ist Self-Leadership etwas, was ich begleite, was ich unterstütze, etwas, was nicht wirklich greifbar ist. Es ist dein größtes Potenzial, nicht wirklich greifbar. Also was wäre, ihr kennt mich beide jetzt ein bisschen oder auch besser, ich habe zumindest den Ansatz erzählt, was ich mache und ihr kennt auch meinen Auftritt. Seht ihr das genauso, dass es in der Kommunikation nach außen, damit der Kunde sagen kann, okay, das ist das, was der Peter mir liefern kann, dieses Ergebnis, liefert ihr das auch mit, diesen konkreten Output, den ihr vielleicht sogar versprecht oder garantiert, oder ist es bei euch auch abstrakter und quasi wen konkret, was würdet ihr da bei mir erkennen von dem, was ihr bisher über mich wisst und was ich mache und wie ich das kommuniziere, was dieser konkrete Output sein könnte? Falls die Frage nicht verständlich war, fragt es noch. Raphael, diesmal lasse ich dir den Vortritt. Ja. Ihr könnt also voll gerne mit euren Beispielen anfangen. Ja, ja. Das ist ähnlich abstrakt oder wirklich so. Ganz konkret. Nein, da sind wir, also da kann ich dir viel aus unserem eigenen Learning vielleicht mitgeben, weil wir waren am Anfang, das war auch ein Punkt, warum es bei uns ein bisschen nicht so funktioniert am Anfang, weil wir waren halt extrem, also bei uns wahrscheinlich nochmal eine Stufe mehr als bei dir, aber wir waren halt so komplett in unserer eigenen Welt, auch sprachlich, und damit konnte halt niemand was anfangen. Also wir waren so, keine Ahnung, auf unserer Website ist gestanden, how to move from OS to UI. So, was heißt das? Ja? Wenn man es versteht, ist es richtig geil. Wenn man es versteht, ist es richtig geil. Aber die meisten steigen halt schon aus und dann interessiert es dich halt auch gar nicht. Und wir waren da auch so ein bisschen, weil wir halt viel aus dem, was wir gelernt haben beim Flow-Coaching, sprachlich einfach übernommen haben, wo wir gemerkt haben, das funktioniert halt einfach nicht. Und da geht es halt einfach wirklich, was wollen die Leute hören? Wie steigere ich meine Leistung? Wie kann ich fokussierter sein? Wie reduziere ich Stress? Also so ganz, ganz simpel. Und das war halt so, wo wir einfach ein, ich sage mal schon am Anfang ein gutes Produkt hatten, aber halt niemand was damit anfangen konnte, weil es war halt so
hochwissenschaftlich und hochphilosophisch und weiß nicht was, dass es halt ja niemand sich damit irgendwie identifizieren konnte. Und wir haben das eigentlich auch jetzt so komplett runtergebrochen, also so richtig, richtig simpel. Und auch jetzt alles, wir sind jetzt auch gerade dabei, alles neu zu strukturieren und alles sprachlich zu vereinfachen. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel, ich kann einmal meinen kurz vorlesen, so mein Claim, mit dem ich jetzt eigentlich rausgehe, ist, suchen. Helping every human being to exponentiate their potential. Also steht ja, bei ja, dir genau, auf der das war, genau, so war das früher. Also so, ist zwar geil, ja, wenn man es versteht, aber ist halt sehr abstrakt. Und jetzt ist es halt einfach, da habe ich es jetzt, genau. Ich helfe Unternehmern und Führungskräften dabei, Flow auf Knopfdruck in Flow zu kommen, um konstant Bestleistungen zu erzielen und Motivation und Energie zu generieren, vor allem, wenn es nicht so rund läuft. Kannst du es nochmal vorlesen? Ja, ich helfe Unternehmern und Spitzensportlern dabei, auf Knopfdruck in Flow zu kommen. Und jetzt kommt so quasi, wofür machen wir das? Weil Flow ist ja immer Mittel zum Zweck, um konstant Bestleistungen zu erzielen. Das ist so das eine. Und die andere Seite, und Motivation und Energie zu generieren, vor allem, wenn es nicht so rund läuft. Also es sind so diese zwei Ebenen. Einmal so das Optimieren und einmal quasi, also einmal das Positive verstärken und einmal das Negative rausstreichen. So. Ja, voll cool. Ja, das ist ziemlich konkret, was du da lieferst quasi. Voll. Genau. Ja, finde ich cool. Ja. Was sieht zu dem, ja? Bitte, bitte. Weiter auf. Na? Gut. Continue. Ja, und ich glaube, also ich glaube so bei dir dieses innere Wachstum ist schon ganz gut, aber vielleicht, dass du es einfach noch konkreter machst und so diesen, also ich glaube, wir können es dir jetzt auch nicht sagen, was es ist am Ende des Tages. Nein, das war gar nicht aber, meine Frage. Nein, nicht, aber ich glaube, es ist so, es ist wirklich so konkret und fragst uns einfach auch die Leute, die du bis jetzt gecoacht hast, so, wo hast du ihnen wirklich den meisten, das am meisten weitergeholfen? Und die sagen es ja dann eh in ganz einfachen Worten, weil die sagen nicht, du hast jetzt zum Selbstautor gemacht, sondern was auch immer sie halt dann sagen. Voll. Und das ist auch zum Beispiel, woraus sich ja das ganze baulich dann weiterentwickelt, dass du das mal quasi antestest, selbst testest und dann quasi was hast, das funktioniert auch aufgrund oder anhand des ganzen Feedbacks, das du bekommst. Und dieses, also ich glaube, bei dir ist es auch irgendwas so vielleicht mit der, ich weiß nicht, was mit so als Begrifflichkeit irgendwie oder als Bild vorschreibt, so diese innere Reise zu sich selbst. Das ist es vielleicht. Ich glaube, diese, also der Begriff Klarheit fällt mir bei dir ganz stark ein, sodass man eine Klarheit für sich bekommt, was sein Weg ist. Der Begriff Weg vielleicht auch. Genau, so. Voll gut, ja, hast mir schon geholfen. Also an sich, dieses innere Wachstum, innere Reise, wird auch cool die Brücke zu meiner Weltreise bauen. Und dann aber konkret vielleicht wirklich, was bedeutet das für deinen Alltag, für deine Woche, für deinen Job, für deinen Leistungssport? Genau. Cool, danke, Raffi. Genau, das wollte ich eigentlich auch sagen, weil mein Motto ist jetzt auch mehr so über, also sage ich mal, ein Überbegriff, wo viele kennen, was im Coaching Walk the Talk. Und ich schließe gerne ab oder ich schreibe immer in meinen E-Mails oder irgendwas, let's change the world together. Das ist so quasi meine Message. Aber ich speziell auf meiner Homepage, die jetzt hoffentlich bald online ist, in meinem so Video rauskommt, ist, dass ich wirklich den Vätern in den Alltagssituationen helfen möchte. Das geht. Mir geht es gar nicht groß um diesen Flow-State. Klar, der Flow-State ist eine wunderbare Sache und ich habe das letzte Mal mit dir, Peter, besprochen, diesen Bewusstseinsebenen. Das ist für mich wie eine Bewusstseinsebene, dieser Flow-State. Wenn das Leben durch dich fließt, wenn du dein Boot auf dem Fluss des Lebens nicht versuchst, quasi gegen den Strom zu schwimmen, sondern du positionierst eben dein Boot
so gut es geht, auf dem Fluss war halt gerade, in welche Richtung das es geht. Und das geht am besten, indem du mit Stress umgehen kannst, mit deiner emotionalen Reaktion umgehen kannst, mit speziell in der heutigen Zeit mit Herausforderungen umgehen kannst. Und das geht am besten durch Sichtweise ändern. Wenn du die Sichtweise änderst auf Herausforderung, was ist überhaupt deine Herausforderung, bitte? Wir wissen es, mir drei, das im Chinesischen heißt halt Chance, genau. Genau das Gleiche wie quasi Problem, oder? Und auf meiner Homepage, weiß nicht, ob das so rüberkommt nachher dann, ich schicke es euch beiden, dann könnt ihr gerne Feedback geben, wenn es soweit ist, ob das wirklich gleich sofort rauskommt, aber es steht wirklich, let's change the world together, walk the talk, und ich bringe gleich bei so einer freien 5-Tages-Challenge so ein Video habe ich gemacht, wo es wirklich sofort in Beispiele reingeht, um was es mir geht, dass es mir wirklich darum geht, dass bei Männern ist die Selbstmordrate 4-mal höher, doppelt so viel Alkohol und 3-mal so viel Drogen neben mir wie die Frauen. Und das liegt eben an diesem Druck, an diesem Erwartungsdruck, wo wir uns selber geben zum Teil, und wo die Gesellschaft, wo die Männer momentan, wir versuchen ja unseren Platz in der Gesellschaft so neu zu finden. Und dabei ist es jetzt eigentlich so wichtig, dass wir unsere besten Beispiele für unsere Kinder sind. Ganz einfach, das ist so mein Ding. Und erkennst du schon Gemeinsamkeit, Zwischenfrage, Thomas, weil du auch sagst, mit sehr abstrakten, aber zumindest habe ich letztes Mal schon gesagt, der Raffi ist noch nicht so in den Genuss gekommen, der Thomas ist der Meister der Metaphern. Aber so alle Leute, die du bisher begleitet, gecoacht hast, ja, wird es da so eine Sache geben, die 80, 90, 100% sagen würden, danach ganz konkret kann ich das besser, anders, leichter, schneller? Ja, bei Emotionen speziell. Ja, bei Emotionen. Zuerst mal, ich versuche bei meinen Kunden sofort die Sichtweise zu ändern auf das Leben allgemein. Ich starte gleich mit dem Leben allgemein. Für was sind wir hier überhaupt? Wie funktioniert das ganze Leben hier? Und da geht es gleich halt los mit wirklich dieser Einsicht, dass wirklich die äußere Welt vor der inneren rauskommt. Und da versuche ich die Kunden gleich mitzunehmen, dass sie Verantwortung über sich selber übernehmen und aus dieser Opferrolle, aus dieser Schildkröte auf dem Rücken liegen, das bringt nichts, das bringt die nie weiter. Und da schocke ich gleich mal mit Fakten, physikalischen Fakten, dass einfach unsere Atome zum Beispiel aus 99,99999 nichts bestehen. Wir kommen aus dem Nichts. Und wenn man mit dem Mikroskop reingeht, es ist nichts da. Wir kommen aus der inneren Welt. Und wenn die Einsicht mal da ist, hat man vielleicht ein anderes Feeling mit dem Thema Tod zum Beispiel. Das haben wir kurz angeschnitten letztes Mal. Und aber wie der Raphael wunderbar gesagt hat, es nützt dann nichts, wenn du das weißt, aber dann nichts tust. Ja? Weil das Leben trifft dich auf halbem Wege. Das trifft dich nicht, wenn du meditierst. Wenn der Tiger kommt, wird es dir verdammt schwierig. Wird schwer, ja. Aber du musst halt wegrennen. Du musst zu deinem Ziel gehen, oder was du erreichen möchtest. Und dort nehme ich sie gleich mit am Anfang und danach geht es halt in praktische Beispiele. Sofort quasi mit Emotionen. Speziell arbeite ich sehr viel, weil das so wichtig ist, die Reaktion vom Vater auf Emotionen. Das Kind schaut ja sofort zu. Und das habe ich auch, weil der Raphael vorher über das Thema geredet hat. Scheidungskinder, ich bin auch ein Scheidungskind. Ein klassisches Scheidungskind, Fußballer. Mein Vater war früher ein riesiger Fußballer in Polen, also wirklich groß. Nach Österreich gekommen und klassisch zu viel Geld als junger Mensch gehabt und nicht damit klargekommen, mein Vater. Und ja, Trennung halt mit der Mutter. Das Gute war, ich habe mich dort, sorry, dass ich so aushole, aber irgendwie dort bin ich schon irgendwie abseits diesen ganzen Szenen gestanden und habe mich mehr in der Beobachterrolle gesehen. Mein Bruder hat sich viel ins Drama reinziehen lassen, ich aber nicht, interessanterweise. Und deswegen wahrscheinlich fasziniert mich dieses Thema so. Bist du da? Aber ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ja, doch, voll. Hast du bist du der Ältere oder Jüngere? Ich bin der Jüngere. Okay. Aber Verzeihung, wenn ich auf deine Seite, weil ich bin gerade auf deiner Seite, ich finde schon, dass es gut rüberkommt. Beim Raffi oder bei mir? Bei dir. Ja. Ich finde schon, dass es sehr gut rüberkommt, dieses Transformationstraining auch. Ich finde, das Schöne bei deiner Seite ist auch bei deiner Online-Präsenz, dass es einfach ist. Das Einzige, was ich jetzt wirklich sagen würde, was mir mein Berater, mein Coach, wenn es um diesen Bereich geht, sagt, ist, versuch gleich quasi
irgendwas Praktisches zu geben, auch for free einfach. Irgendwann, wo du sagst, okay, das ist wirklich dein Ding, wo du sagst, das kannst du am besten, dass er gleich reinklicken kann, sagen, okay, Mann, der hat echt irgendein Ding, wo ich sofort anwenden kann. Mhm. Das wäre, wo ich sage, okay, das wäre cool. Cool. Ich habe noch eine Frage, Peter. Was ist denn deine Zielgruppe, deine Kernzielgruppe? Das ist die zweite große Frage, aber die halt den Call sprengen würde und das nehme ich mit in Baulig. Bis jetzt waren es Unternehmer, also es ist immer in irgendeiner Form das Thema Transformation, hauptsächlich die den ersten Schritt vom Angestellten zum Unternehmer schon gemacht haben, aber spüren, also entweder merken sie, sie sind noch nicht angekommen, die Vision hakt oder das Geld kommt einfach noch nicht rein. Also quasi Selbstständige und Unternehmer im zweiten Schritt, würde ich sagen, im Kern. Und wo ich mich aber mehr und mehr jetzt proaktiv auch in der Akquise, im Creating hinbewegen möchte, wo ich selber gemerkt habe, da bin ich nur mir selber im Weg gestanden, sind die Fußballprofis in die Karriere danach. Und das Spannende ist auch in der Ausarbeitung der Landingpages, des Anfrageformulars, bin ich so klar beim Fußballer, also A, weil das meine Sprache ist, weil ich selber den Prozess gemacht habe. Und ich habe jetzt gerade die letzten Tage ganz viele echt coole Calls gehabt mit Fußballern oder Ex-Fußballern. Aber ich möchte bewusst beide Schienen fahren, weil ich auch die Brücke erkenne zwischen Sport und Wirtschaft, Unternehmer und Leistungssportler, die dann auch in Gruppen vielleicht voll Sinn machen könnten. Ja. Aber wieso gehst du nicht voll auf Fußballer, Peter? Weil die kennen wirklich alle. Wir kennen jetzt weniger, weil du warst wirklich noch mehr bekannt. Ich bin in Vorarlberg, okay, aber das in Österreich war ich zwar damals, aber jetzt ist natürlich alles vergessen. Aber die kennen wirklich viele. Du bist bei der UEFA Pro-Lizenz dabei und das ist schon das höchste Niveau, wenn es um Fußball geht, sage ich mal. Danke für die Frage. Und da könntest du dir schon einen Namen machen, wo ich sage, okay, das wäre echt interessant, in diese Richtung zu gehen. Und meine Accountability-Partnerin hat genau gesagt, wahrscheinlich, weil die Unternehmer haben wir nicht ausgesucht, die fliegen mir zu und es ist echt spannend, immer mehr. Aber die sind die Brücke für die Fußballer, die dann wahrscheinlich auch Unternehmer werden. Also ich lerne gerade ganz viel Unternehmer selbstständig machen, habe ja selber ein Startup einmal gegründet und mich viel ausprobiert in dem Bereich. Aber ich glaube, das ist die Vorübung für die Fußballer. Und wenn ich über meine große Vision nachdenke, so wie du das gesagt hast, Thomas Schmidt, Kindern, die Zukunft aufbauen oder Väter, die bessere Väter sind für Kinder, die dann die Zukunft aufbauen, ist es für mich eine Plattform an ehemaligen Fußballprofis, die all ihr geballtes Potenzial an Know-how, an Zielstrebigkeit, an Kohle, an Netzwerk, an Sichtbarkeit bündeln, erster Linie für ihr Leben danach, aber im zweiten Step für gemeinsame Projekte. Erstens im Austausch miteinander, aber dann auch mit, und das müssen nicht nur soziale Projekte sein, darf aber auch sein, sondern halt auch Unternehmen gemeinsam gründen, die diese Welt verändern. Und da bin ich mir ganz klar, das ist mein USP. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, in Österreich gibt es niemanden, der sich dem hingegeben hat, mit dieser Leidenschaft zumindest, und der so eine USP hat, was das betrifft. Und selbst im deutschsprachigen Raum findet man da nur ganz vereinzelt welche und selbst da ist es recht schwammig. Also abgesehen davon, dass ich merke, da habe ich meine größte Kraft, meine Story, die ich mitnehmen kann, ist das auch das, was die Welt braucht. Mit nur einer Statistik dazu, 40% im deutschsprachigen Raum der Fußballprofis fallen in ein richtig tiefes Loch nach ihrer Karriere, leiden an Depressionen, an jeglichen Süchten, Alkohol, Spielsucht, Konsum und. Also abgesehen davon, dass die ganze Kohle wieder verbrannt wird, aber auch das emotionale Leid der Spieler und der Familien, die da dranhängen. Also insofern weiß ich, dass sie sich dorthin entwickeln wird, aber ich glaube, dass voll Sinn macht, auch weil ich schon richtig gute Erfahrungen mit Unternehmen mache, aber selbst als Brücke für mich zu den Fußballern, die Unternehmer werden und auch Unternehmer und Leistungssportler im Austausch. Also es macht voll Sinn. Mhm. Aber Raffi, du wolltest noch was sagen dazu, gell? Ja, genau, weil das ist das zum Beispiel, was ich ganz stark gelernt habe. Es ist einfach, also wo ich mir zum Beispiel am Anfang mit Unternehmern eher schwer getan habe, weil ich halt diese Sprache nicht spreche und ich nicht aus der Welt komme. Und da war halt sehr viel aus Achims Erfahrung, der halt gesagt hat, ja, die kämpfen halt mit Stress, mit Ablenkungen, mit Überforderung, so. Und da wir eigentlich eine gute Sprache dann dafür entwickelt haben, aber ich jetzt für mich selber nie auf das gekommen wäre. Und beim Sportler ist es halt, kann ich halt eins zu eins nachvollziehen, was halt seine Probleme sind. Da ist es halt eben genau auf Knopfdruck in Flow kommen, mit Motivation und Energie umzugehen, vor allem wenn es halt irgendwie scheiße rennt. Und
da einfach, glaube ich, dann so aus dem heraus dein Sätzchen zu bauen, aus der Sprache, die die Leute halt einfach sprechen. Also das ist, da kommt dann eh noch auch in dem Baulig-Modul eine Übung, wo du das alles mal so zusammentragst. Aber das ist wirklich so eigentlich im Endeffekt das, wo es dann sich entscheidet, wie du das dann wirklich kommunizierst und wie nicht. Weil wir können halt jetzt da sitzen und sagen, naja, das würde gut passen und das und das. Mhm. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wen sprichst du an und wie sprichst du den halt am besten an. Und ich glaube, das muss es halt anpassen. Und eben der Ex-Fußballspieler, der halt jetzt gerade ins Unternehmertum geht, spricht halt eine ganz andere Sprache, als wie der halt aus der hundertprozentigen Startup-Welt kommt. Voll, ja. Cool, danke euch beiden. Ich würde sagen, vor allem im Sinne der Zuhörer und Zuschauer, lasst uns nicht explodieren. Jeweils nur 10 Minuten Zeit für euch. Was ist eure Frage, eure Hürde, euer Thema gerade, wo ihr Hilfe vielleicht braucht oder was ihr teilen wollt? Meine Hürde oder wo ich sage, wir könnten in 10 Minuten eventuell den Leuten einen Mehrwert liefern, wo vielleicht das anschauen oder anhören. Die momentane Zeit, da könnte man sowieso einen Podcast machen, der Jacopo wieder seinen Boost zurück hat, über die gerade momentane Zeit überhaupt einen Podcast machen. Aber was würdet ihr sagen, was wäre die eine Sache, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, ey Mann, Peter, Raphael, diese ganze Geschichte, die macht mich kaputt, diese Unsicherheit, ich darf meinen Laden jetzt momentan nicht aufsperren und der kommt nachher mit dieser Opferrolle und alles schlimm und alles und gegen momentane Situation kann man ja schwierig selber was tun bei gewissen Fällen. Was würdet ihr sagen, was könntet ihr einem Kunden wirklich sagen, okay, diesen Mehrwert konzentriere dich auf das oder mach das, was wäre so euer Ding? Raphael, magst du? Ich überlege noch ganz kurz. Vielleicht. Ja, ich habe einen spontanen. Okay. Passt. Ja. Hau raus, Peter. Also auch deswegen, weil es mich gerade sehr betrifft und ich so viel Klarheit in mein Leben gewonnen habe, die letzten, spannenderweise wirklich mit dem ersten Lockdown. Und vor allem. Und der zweite ist ja noch gut. Ja, wirklich. Und vor allem aus der Kombination Lockdown, das quasi das Außen ist einmal abgesperrt. Ich habe ganz viel meditiert, gefastet und ein richtig gutes Buch gelesen, das da oben steht, Vom Ego zum Selbst. Können wir dann auch gerne verlinken, Thomas, bei dem Call, wenn du den teilst über deine Kanäle. Aber was ich jetzt konkret spontan sagen würde, mein früheres Ich und der Coach in den ersten Schritten hätte gesagt, wow, ja, ist wirklich schwierig, schnauf einmal durch und komm, ich nehme dir mal in den Arm. Scheiße gelaufen. Mein jetziges Ich würde sagen, wir gehen behutsam, wertschätzend, aber ganz bewusst in den Schmerz hinein. Und ich weiß, es ist sehr individuell und wer da jetzt auf der Intensivstation liegt, bei dem würde ich nicht in den Schmerz reingehen. Also wir reden immer von einer Ebene gesundheitlich nicht in Lebensgefahr und auch wirtschaftlich nicht so, dass ich nicht mehr weiß, wo ich morgen mein Essen herkriege. Aber in der Welt, in der wir leben, in Österreich, in Mitteleuropa, würde ich sagen, es ist immer die Bewertung der Situation, die Panik hervorruft oder die Katastrophe ist. Also das ist schon mal spannender. Ist es ein Was ist oder ist es eine Interpretation der Sache? Eine Bewertung habe ich unter anderem vom Mindset-Coach. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, Raffi, gelernt. Ich muss schon lachen, ja. Und das ist so spannend. Robert? Ja, genau. Von dem lasse ich übrigens keinen Call aus. Allein für diese eine Dingsbums bin ich ihm so dankbar, weil das frage ich mich so oft in letzter Zeit und ich würde demjenigen sagen, Thomas, ist es ein Was ist? Ist es tatsächlich so und du bist hilflos oder ist es deine Bewertung, die das so schlimm macht? Und jetzt würde ich ganz provokant sagen, wenn der sein Geschäft zusperren muss oder gerade keine Vorträge machen kann oder gerade was auch immer, Event nicht organisieren kann, was ist die Chance, die er daraus erkennt und was hat es innerlich mit ihm zu tun, dass er ihm so den Boden unter den Füßen wegreißt und jetzt emotional im ersten Moment, erstens, die erste Emotion kann man nicht steuern, man kann nur seine Bewertung dessen oder aus einer gewissen Distanz das neu beleuchten, aber würde ich sogar als Coach in diesen Schmerz hineingehen und so richtig, ohne ihn umzubringen, aber mit dem Finger in die Wunde hineinbohren, um
ihm klar zu machen oder damit er verstehen kann im Laufe des Prozesses. Und manchmal passiert diese Transformation im Augenblick in der ersten Session, manchmal braucht es sehr viele. In diesem größten Schmerz liegt sein größter Schatz. Und da, wo ich am meisten auf die Schnauzen gefallen bin und dass ich mit 25 Jahren meine Fußballkarriere beenden habe müssen, und ich habe das in meinem letzten Blogpost so geschrieben, das war für mich gefühlt, Tod war jetzt übertrieben, aber Ende. Ich habe nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Das war natürlich subjektiv, jammern auf hohem Niveau, aber für mich war das subjektiv ein ganz finsteres, schwarzes Loch, wie es vielleicht jetzt auch für den Gastronom oder Unternehmer ist, der da on hold ist, der zumindest für ein halbes Jahr wieder das nicht tun kann oder zumindest jetzt für die 3 Wochen. Und dann würde ich diesen Prozess nützen, die inneren Fragen, dass du so schön sagst, was hat das mit mir zu tun? Was kann ich daran ändern? Ist es nicht eine riesengroße Chance, wenn ich es mit einem gewissen Weitblick betrachte? Und da mache ich in meinem Coaching immer die echt geniale Übung, denk die ein Jahr in die Zukunft und schau drauf zurück. Und wenn ein Jahr nicht reicht, denk die 2 oder 3 Jahre in die Zukunft. Und dann 99,9% der Probleme, Gefahren, Challenges haben sich selbst geheilt mit der Zeit oder können geheilt werden, wenn du proaktiv als Macher die Challenge annimmst und dich nicht im Selbstmitleid dieser Panik hingibst. Also das wäre mein Ansatz. Danke. Ja, kann ich eigentlich nur mich dem Ganzen anschließen. Also jetzt, wie du gesprochen hast, Peter, bin ich da ja, relativ auf gleich ähnliche Gedanken gekommen. Und was wir eigentlich so mitgenommen haben, weil bei uns war es sehr ähnlich auch im ersten Lockdown. Wir waren da, das war kurz davor, dass wir eine Europatour machen mit den ganzen Events. Da hatten wir gerade unser erstes Live-Event fertig und hatten eigentlich die nächsten 5 Monate schon komplett durchgeplant gehabt. Also da wären wir durch ganz Europa gefahren und hätten dort Workshops gemacht. Und dann von einem Tag auf den anderen ist alles natürlich abgesagt worden. Und wir haben dann auch gesagt, ja, okay, wir könnten halt jetzt zu Hause sitzen und warten, dass alles vorbei ist und dann machen wir halt wieder Events. Und wir haben gesagt, ja, nein, okay, was können wir quasi daraus machen? Was ist die Möglichkeit oder was ist eben die Chance, die uns das Ganze bietet? Und jetzt im Nachhinein sind wir total dankbar dafür, weil uns das die Möglichkeit gegeben hat, alles auf online umzustellen und wir jetzt absolut unabhängig sind von dem, was in der Welt passiert und aber gleichzeitig auch kein Reisezirkus sind, weil wenn wir halt durch ganz Europa gefahren wären, wären wir im Endeffekt ein Reisezirkus gewesen und das keiner von uns sein möchte, weil es ja auch irgendwo uns die Freiheit rausnimmt und ich sage mal, das hat uns da die Möglichkeit gegeben und so das, wie ich es ganz gerne beschreibe, ist, dass man einfach lernt, die großen Wellen des Lebens zu surfen und nicht halt irgendwie von der dann an Land gespült zu werden, sondern drauf zu surfen und dann einfach eine geile Zeit zu haben, weil die Welle kommt so oder so. Ja, die kann genau, ich nicht beeinflussen, kann ich nicht wegschieben, aber ich kann halt schon beeinflussen, wie ich dann mit der Welle umgehe und wie ich drauf zugehe. Und entweder falle ich halt in Panik und dann kriege ich halt meine Waschmaschine oder ich hau mich auf mein Surfboard drauf und bin halt voll im Flow und nutze das. Und da ist halt ganz stark so dieses, also was wir jetzt zum Beispiel auch sehr stark lernen, diese, weil du es gesagt hast, Peter, so die, also die Emotion passiert ja und jetzt da irgendwie so diesen Raum, also man hat ja den Reiz von außen und dann die Reaktion und wie schaffe ich es quasi, diesen Raum größer zu machen und in dem, dass der Abstand zwischen Reiz und Reaktion größer ist, um da halt eben dann aus einer Klarheit heraus eine Entscheidung zu treffen und eine Handlung zu treffen. Und voll da geil. Halt einfach zu sagen, okay, nicht jetzt kommt quasi die Pressekonferenz und die Nachricht, ich muss zusperren und dann falle ich halt voll in die Panik, sondern okay, Pressekonferenz, jetzt komme ich mal runter, atme vielleicht mal 3 Runden, schau mal, was macht das mit mir, gehe mal irgendwie in die Reflexion, nehme mich selbst vielleicht mal raus und dann eine aktive Reaktion zu haben. Also weniger dieses passiv quasi gesteuert zu werden, sondern aktiv selbst mitzugestalten und zu entscheiden. Und ich glaube, da ist es einfach auch so dieses, was du gesagt hast, einfach auch sich daran zu üben, weil es ist ja immer irgendwo ein Sterben. Und unser Gehirn unterscheidet ja nicht zwischen Realsterben oder Ego-Sterben. Und sich einfach, also das habe ich jetzt auch immer wieder gemerkt, so
auch das Ego einfach zu killen und es auch bewusst zu killen, damit es dann halt wieder einfach in einer neuen und in einer stärkeren Form quasi wieder auferstehen kann. So. Das ist genial. Und danke, Rafi. Ich glaube, es ist ja eben dieses, also was, das hilft mir auch sehr stark. Das hilft mir auch sehr stark, dieses zu schauen, was ist und was ist Interpretation. Wenn es draußen regnet, ja, das ist halt. Und wenn ich sage, ja, es ist scheiße, dass es draußen regnet, dann ist es halt die Interpretation. Nur für den Bauern, der sein Gemüse anbaut, der freut sich, dass es regnet, weil dadurch wächst halt dann das Gemüse. Und das ist einfach, ja, wo, was mir sehr, selber auch sehr, sehr stark hilft, gleich konkret auch in der Bewertung von den ganzen Sachen, die halt passieren. Voll gut. Ich finde die Metapher mit der Welle richtig cool. Und da würde ich noch einen Satz ergänzen. Also ich weiß, du hast die Welle anders verstanden, aber wenn der jetzt sagt, ich muss zusperren und da gibt es jetzt einmal 3 Wochen oder 3 Monate oder sogar ein halbes Jahr keine Welle, dann diesen Raum zu nutzen, die auf die neue Welle vorbereitet zu werden oder sogar die neue Welle selbst zu erzeugen. Und wir alle wissen, gerade im Leistungssport, der Muskel wächst dann, wenn er regeneriert und nicht, wenn er gerade pumpt. Und insofern aber mit dieser Ruhe, mit dieser Freiheit, mit dieser Stille, und das beginnt beim Meditieren, dass ganz viel mit dieser Stille nicht zurechtkommen, am Beginn zumindest, und mir ist genauso gegangen. Und insgesamt, dass 3 Monate, 6 Monate Arbeitslosigkeit, erstens glauben sie, sie haben den Stempel von der Gesellschaft, du faule Sau, du sollst das arbeiten gehen, aber innerlich auch den Stress, aber dass genau aus dieser Ruhe, also einer meiner Coaches sagt immer, slow down to speed up again. Und ja. Leute, die nicht diese Balance haben und diese Wellen und auch die Täler und die scheinbaren Tiefs nützen für sich, die werden nicht mehr steigen können. Voll gut. Rafi, wir haben jetzt nur 10 Minuten. Was beschäftigt dich gerade? Was ist deine Frage, dein Thema? Ja, also bei mir ist es jetzt gerade im Moment so diese, noch mehr diese Kontinuität reinzubringen, wo ich merke, es gibt so ja, so Tage, da geht es dann sehr, sehr gut. Und ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, so diese Balance zu schaffen zwischen Struktur und trotzdem aber Freiräume dazulassen. Also, dass es nicht so überstrukturiert ist und jede Minute durchgeplant ist, aber dass es auch gleichzeitig nicht zu frei ist, dass halt dann gar nichts passiert. Also so diese Mischung aus, wir sagen immer ganz gern so, Flow happens at the intersection of discipline and surrender. Und da ist manchmal schwierig, weil dann so das Pendel sehr stark auf die eine oder andere Seite schwingt. Thomas, hast du was dazu? Ja, das ist ein super interessantes Thema, weil das gehe ich eigentlich auch. Und bei meinem jedem Klient ist eben dieses Ziel, dorthin zu kommen, dass er quasi in diesem Flow-State, wo du genau sagst, Raphael, wo genau zwischen Disziplin und Surrender passiert. Bei mir heißt die Bewusstseinsebene quasi, das Leben fließt durch mich. Und mein größter Tipp, den ich geben kann, zum in diesem Flow-State bleiben oder auch dort zu sein, ist nicht die Kontrolle aufzugeben, sondern dein Bedürfnis nach Kontrolle aufzugeben. Wenn du das Bedürfnis nach Kontrolle nicht mehr hast, okay, wenn irgendwas nicht läuft oder du sagst, okay, sollte ich heute mehr tun oder nicht, dann zu sagen, okay, will ich das wieder kontrollieren oder nicht, einfach das Bedürfnis danach nicht zu haben. Und ich glaube, das Problem ist, das habe ich auch, by the way, okay, genau dazwischen eben zu strukturiert oder eben zu laissez-faire, sage ich mal, nichts tun. Eben, wo ist dieser kleine, dieser rote Punkt, wo man wirklich drauf surft, oder dieses Surfboard, wo man auf der Welle ist. Ich glaube, das ist Try and Error. Ich meine, nobody's perfect. Jeder von uns ist ein Mensch und jeder von uns hat Tage, wo er sagt, okay, heute, das war nicht so optimal, wie ich das gehandhabt habe. Und ich glaube, das Ding im Lernen liegt. Du wirst dann eh merken, wenn es zu sehr strukturiert ist, bist du wahrscheinlich nicht happy, und wenn du gar keine Struktur hast, detto, das heißt, die wunderbare Mitte. Gibt es da irgendwas, was dir vielleicht ganz konkret hilft? Also wo du sagst, dass es bei dir funktioniert? Ja,
Ich versuche zum Beispiel bei meiner Arbeitsweise, ich versuche mir alles aufzuschreiben. Bei meiner Morgenroutine, entweder ich mache es am Abend vorher zum Beispiel, dass ich mir wirklich aber Tafel, wo ich alles raufschreibe, was für den nächsten Tag für mich zu erledigen ist. Und entweder ich mache es am Abend vorher oder nach meiner Morgenroutine, wo für mich das Um und Auf ist, meinen Kompass in der Früh zu stellen nach meiner Morgenroutine. Ich weiß nicht, ob ihr welche habt. Ja. Nach dieser Morgenroutine schreibe ich dann auf, was zu tun ist. Und meine Kleine geht in den Kindergarten und ich versuche so viel wie möglich von diesen Punkten in ihrer Kindergartenzeit zu schaffen. Das ist so mein Antrieb, mein Wieso. Weil ich nachher die Zeit haben will mit ihr zu sagen, okay, oder mit meiner Frau gemeinsam was zu tun. Und das ist so meine Struktur, die ich momentan habe. Und einmal klappt es besser oder schlechter. Sie versteht dann oft, wenn ich sage am Nachmittag, da muss ich aber was tun, weil ich es dann doch nicht geschafft habe. Aber das ist so meine Struktur, wo ich sage, okay, ich schreibe mir das auf eine Tafel und jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, tue ich es gleich weg. Weil dann sie, okay, es geht was vorwärts und irgendwann ist die Tafel leer. Und wenn sie nicht leer ist am Abend, dann weiß sie, okay, mein Freund, that's not the way it should be. You know? Das ist so ein bisschen mein Ding, was ich mache. Raffi, hast du für die Erfahrungswerte, wie viel Stunden am Tag du wirklich produktiv sein kannst? Was ist so dein Amount und vor allem welche Tageszeiten hast du das für dich schon getrackt und herausgefunden? Ich habe mir das eh aufgeschrieben, kann ich dir sogar ganz genau sagen. Das wundert mich jetzt nicht. Du Biohacker, du. Ja. Also es sind 6 Stunden am Tag, wo ich auch merke, wenn ich die habe, dann geht auch wirklich viel weiter. Wenn ich mehr als das fokussierte Zeit habe, dann geht es gar nicht mehr, also dann bin ich einfach leer. Mhm. Und am besten funktioniert es eigentlich so Vormittag bis Nachmittag, die Zeit. So 10 bis 16 Uhr oder so. Genau, weil ich habe eigentlich also in der Früh beim Aufstehen mache ich eigentlich immer gleich meine Sachen für mich so. Mhm. Und dann, weil das auch ganz angenehm ist, weil da noch kein Lärm draußen in der Welt ist. Mhm. Und dann, da in der Zeit eigentlich so. Und wie oft gelingt dir das, das genau da in diese Slots zu setzen? Also wie sehr hältst du dir an diesen Frame? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es ist dann eher so, wo ich so Wochen habe, wo es gut geht und wenn ich dann so dieses klassisch, wo sich halt dann so dieses Momentum aufbaut, dann ist es halt gut da und dann funktioniert das. Und also ich merke, das ist zum Beispiel, was ich ganz stark merke, wenn ich in Umfeldern bin, die eine, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, negative Energie haben oder eine negative Arbeitseinstellung haben, dann zieht mich das dann schneller mal mit und dann komme ich aus dem raus. Also wenn ich zum Beispiel mit wirklich im Büro drinnen sitze, mit Achim und Joe gemeinsam, dann funktioniert das. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel, weil ich bin auch noch ein bisschen in St. Pölten, da in der Landessportschule, wenn ich dort zum Beispiel bin, das ist halt, also das ist kompletter Killer. Das ist... Ja, es geht nicht. Ja, und das glaube ich wäre, also ist eh sein Plan, gell, Raffi? Ich glaube, das geht eh am Ende zu. Das wäre schon eine erste Antwort und die sich quasi mit der Zeit auflösen wird. Und dass du die, gerade am Beginn, glaube ich, von einem Business ist ganz, ganz wichtig, einen Rahmen zu setzen und das System von Grund auf gesund aufzubauen, dass du mehr und mehr dorthin kommst, dass du wirklich nur mehr in den Zeiten, wo du voll produktiv bist, wo du richtig mit Freude und genau mit deinen Leuten arbeiten kannst. Und ich glaube, da ist im letzten Jahr schon extrem viel passiert und da würde auch das, was der Thomas sagt, nicht zu streng mit dir selbst zu sein, sondern dir diese Brücken auch zu erlauben der Transformationen, nämlich als wertvolle Übungspartner wieder, was ist eigentlich das da in St. Pölten, was mich abzahlt oder was nicht mein Potenzial entfalten lässt, als Learning für das Neue zumindest zu wissen, wie, wo, was du nicht tun möchtest. Und das Geile ist, in dieser Freiheit der Selbstständigkeit kannst du das mehr und mehr aufbauen. Und ich würde das jetzt unterschreiben, dass du in einem halben Jahr oder Jahr zu 90% dort bist und diese Frage sich, glaube ich, so wie ich die kenne als Macher und Umsetzer, sich von selber klärt. Aber eine Frage würde ich nur gerne anhängen, bevor wir vielleicht abschließen.
weil du gesagt hast, Struktur oder Freiheit, merkst du, dass du auch aus deiner Freiheit oder wo hast du die größte Lebensfreude und oder Impact? Weil ich merke, wir sind oft zu streng und Freiheit bedeutet oft, okay, nimm mich aus und da passiert nichts und wir kriegen oft ein schlechtes Gewissen, wenn wir nichts tun. Wie ist das für dich? Wo merkst du, die Balance hast du jetzt selber gesagt, ungefähr diese 6 Stunden am Tag, aber wie geht es dir dann in dieser Freiheit? Kannst du die wirklich genießen? Und wenn ja, was kann sogar nur dort passieren und nicht in den 6 Stunden, wo du produktiv an was arbeitest? Ja, voll. Also das ist überhaupt kein Thema. Das geht leicht. Und da habe ich auch für mich ganz klare, also bei mir ist auch ganz klar, ich bin zum Beispiel für die Arbeit, bin ich zu gewissen Zeiten erreichbar und außerhalb davon halt nicht. Also ist dann zum Beispiel auch ganz klar, der Mittwoch zum Beispiel ist bei mir ein absolut heiliger Tag. Also das ist nur Family, weil meine Frau da auch frei hat und wir da einfach den ganzen Tag miteinander sind. Und auch einfach zum Beispiel, also was ich auch mache, einmal in der Woche, so, ich nenne das Internetfasten, wo ich 24 Stunden gar nicht am Laptop und am Handy hänge. Und das, also das funktioniert sehr, sehr gut. Da bin ich schon eigentlich gut durch. Und das merke ich, das tut mir auch gut. Aber es ist immer so dieses, also ich glaube, das Problem, was es ist, wenn ich mir also bewusst diese Freiräume nehme und schaffe, dann passt das auch und da funktioniert es gut. Aber wenn es quasi nicht bewusst ist oder beziehungsweise von außen mir irgendwo aufgezwungen wird, das ist das, was sich für mich nicht gut anspürt. Weil es Wann wird dir aufgezwungen? Wer zwingt dir Freiheit auf? Naja, nicht in dem Sinne aufgezwungen, sondern wenn quasi mein Umfeld dann so halt ist, dann bringt mich das automatisch auch in diesen Zustand, wo ich dann eben nicht mehr jetzt sage, ja okay, oder eben nicht mehr nicht ist, sondern wo es einfach jedes Mal mehr Energie braucht, dass ich dann wirklich sage, okay, die anderen sitzen halt da und machen nichts und ich setze mich jetzt aber hin und mache meine Sachen. Mhm. Und so dieses, also da trotzdem in dieser Selbstbestimmtheit zu bleiben, das ist dann oft eher schwierig und das ist da, wo es dann auch für mich persönlich mich stört. Wenn ich da anschließend zum Schluss eigentlich, weil ich gerne eben mit Metaphern arbeite, wo du gerne jetzt vom Umfeld redest und wie wichtig das Umfeld für uns alle ist, habe ich eine coole Metapher für das. Ich weiß nicht, ob ich sie erwähnt habe, Peter, beim letzten Mal. Gerne nochmal. Ich liebe deine Metapher. Ja, die ist super. Ich liebe sie selber, weil wenn du dich in einem schlechten Umfeld befindest, ist es so, als ob du trinkst den besten Tee, deinen Lieblingstee, der ist richtig warm und isst eine warme, warme Suppe und wirklich richtig warme Sachen, du hast die besten Sachen an, die beste Jacke, die besten Schuhe, Hose, alles, Kappe, Schal, Handschuhe, aber du sitzt im Gefrierschrank. Über Zeit wird dir sowieso kalt. Du hast keine Chance. Das ist, wenn du dich quasi in einem Umfeld bewegst, wo dich runterzieht und so. Environment trumps will, immer. Über Zeit hast du keine Chance. Das heißt, es gibt Momente, wo man sagt, okay, ich muss dieses Umfeld einfach hinter mir lassen, weil ich muss raus aus diesem Gefrierschrank, da kann ich mich noch so motivieren. Mein Wieso kann noch so gut sein, groß sein, was auch immer. Es wird verdammt schwer und du kannst noch im Flow-State sein, aber es wird gegen dich gewinnen, weil wir sind Anpassungsmaschinen, 24-7, wir passen uns überall an, wo wir sind. Und unser Verstand genau das Gleiche. Voll gut. Und also die Welt kann sich anhalten und die Welt kann sich freuen, wenn der Raffi zu 100% nur mehr in seinem Umfeld ist, weil was du jetzt schon für einen Impact hast und in welcher Energie du unterwegs bist. Und das Gleiche gilt auch für dich, Thomas. Und deswegen hat es mich auch so gefreut, dass wir diesen Call jetzt gemacht haben, weil man aus solchen Gesprächen, Begegnungen einfach, oder mir geht es zumindest so, ich hoffe euch ähnlich, mit mehr Energie rausgeht, als man reingegangen ist. Und ich glaube, das soll ein Rahmen, Begegnungen, Menschen, Dinge, unser Why sein, das uns nährt und nicht nur. Ich habe eine super spannende Doku gesehen über Lichtnahrung, also wirklich über Leute, die über lange Zeit weder essen noch trinken. Und da kann man jetzt denken, was man will, aber es gibt verschiedene Formen, Energie zu erzeugen und nicht nur, indem ich was esse oder trinke, sondern indem ich in meiner Kraft, in meiner größten Begeisterung bin mit den Herzensmenschen, die mich nähern.
Und das würde ich jetzt nur als abschließende Botschaft an alle, die da merken, da gibt es noch Umfelder, die mich zurückhalten, da gibt es noch Jobs, die, wo ich mich nicht voll entfalten kann. Ihr habt alle ein Megapotenzial, es steckt alle, also in euch allen. Die Frage ist nur, wohin ihr euren Fokus setzt und dass ihr es eben nicht nur wisst, sondern auch umsetzt, wie es halt schon öfter gefallen ist. Gut, als Moderator erlaube ich mir für die heutige Sendung jetzt einmal auf Stopp zu drücken. Danke an alle, die immer noch dabei sind, mitgehört haben. Ihr findet uns alle und da vielleicht sagt jeder nur kurz seine Website oder seine beste Möglichkeit, wie er kontaktiert werden kann. Genau, mich findet ihr einfach unter thrivex.eu. Raffi Ungar, Thomas, genau. Wie findet man die? Mich unter busydadcoaching.com, ist aber noch nicht online, aber ansonsten busydadcoaching, Instagram, Facebook. LinkedIn, ja genau. LinkedIn, voll ja. Gut. Super, cool. Und mich unter www.peterhackmeier.com. Wir freuen uns alle, wenn ihr euer Leben in die Hand nehmt und euch, wenn es die Phase so will, euch ein Stück des Weges begleiten lasst. Also wir haben alle auch von der anderen Seite den Prozess mitgemacht und wissen, wie wertvoll das ist auf beiden Seiten. Gut, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, ich drücke jetzt auf Stopp. Der Thomas wird dafür sorgen, dass die Online-Welt das mitbekommt. Ja, auf Wiedersehen. Aber ihr zwei bleibt nur kurz dran, dann machen wir unseren Termin aus fürs nächste Mal. Ja. Danke, tschüss. Ciao. Ciao.